Ist und Skeddy. Muss mir da direkt mal was klären, noch, worauf ich das Ganze gucken kann. Alles klar, so, jetzt ist ready. Kleine Prozente auf SDN bisher. Auf Skeddy noch gar nichts. Okay, jetzt aber erst. Keine fiese Combo. Oh, aber jetzt fast voller Killer abzählen. Aber kommt da ganz gut raus. So, jetzt wieder ein bisschen Damage. Im Moment hat Sheik auf jeden Fall noch viel True Stuff. Kann gut Damage aufbauen, Prozente. Aber muss auch irgendwie den Kill kriegen. Natürlich Kirby nicht der schwerste Charakter. Der holt jetzt auch gut auf. Oh, direkter Punish. Der Berg eher. Oh, und das war schon die erste scary Situation, aber ist ja nicht den Kopf verloren. War schon ein bisschen zu hoch. Muss vor der Abwehr. Ja, das ist der Kill. Keine Angst mehr haben, aber Bouncing Fish dann doch. Okay, der Grab. Noch kein Upthrow auf der Plattform. Waren wohl noch nicht genug Prozente. Schiebt jetzt wieder auf den Boden. Hat aber keine Stage Kontrolle. An der Edge. Er chillt. Oh, abzählt. Oh. Backer? Ne, keine Backer. Hat er gefischt. Oder schon wieder. Okay, jetzt kann Sheik erstmal wieder gut Damage machen. 41 schon. Und direkt geht's weiter. Mist mit der Abwehr. Oh, das war ein komischer Rollenread. Okay, Skeddy jetzt offstage und da verliert er den Stock. Recovered nicht gut. Auf die Stage. Oh, und jetzt direkt mal die Kirby-Kombo. Ja, mal sehen, wie viel Damage er machen kann. Oh, Skeddy Mash direkt raus. Und hat wieder Stage Control. Okay, der Air Dodge auf dem Boden. Okay, das war ein nicer Downtail. Oh, versucht ihn da direkt hart zu punishen. Und der Bouncing Fish, jo, killt auch. Alles klar, das ist schon mal das 1-0. Das ist Skeddy, der sich auch gut freut. Jing, jong, jong. Das hier ist schon Bo 5, also noch ist nichts over. Noch wäre auch bei Bo 3 nichts over. Hm? Hä? Tu ich doch schon. Okay. Diesmal wieder auf Smashville. Und die Kirby-Komma hat direkt wieder auf 50% gemacht. Und Skeddy hat ja auch bald wieder Stuff. Kann aber gut die schwer punishbaren Sachen von Sheik punishen. Mit der Berg Air bei dem Downtail. Diese SDN. Oh, okay, kein Bouncing Fish diesmal. Versucht ihn direkt zu spiken. Oh. Sheiks Attacken einfach immer ein bisschen schneller draußen. Okay, schafft es da Grab zu bekommen. 110%. Zu viel Damage kann Sheik natürlich auch nicht fressen. Okay, punish die Back Air. Oh, aber die Nerve direkt mit der Back Air gepunished. Okay, 73% jetzt auf SDN. Oh, aber da kann er einen mit dem Upthrow killen direkt. Okay, da die Bread and Butter wieder gegen Fast Faller. Oh, Bouncing Fish mit dem Upsmash gepunished. Sieht jetzt besser aus für SDN. Sehr viel besser. Oh, damit hat er nicht gerechnet, dass er da hinter ihm recovern kann. Oh ja, ich wusste es, da kommt der F-Smash und trifft. 1-1 also.
Gut. Mal schauen. Bestimmt nochmal Smashville. Ja, nochmal Smashville. Was anderes braucht man hier gar nicht. Okay. Erstmal Stage Control für Skelly direkt am Anfang. Noch aber keine Prozent gemacht, damit sie ist weg. Oh, Bouncing Fish. Oh, versucht's mit der Berg, ja, wird direkt gepunished. Das war ein schwerer Punish hier. Die hat er echt gut drauf. 50%, 64 schon. Oh, da will er ihm die Needles klauen. Aber ist nicht. Okay, fährt der Bouncing Fish. Bisschen Cheat Bread and Butter. Oh, direkt noch ein Bouncing Fish, weil er zu lange dran hängt. Da muss er aufpassen schon. Stocklead zu haben gegen Kirby ist auf jeden Fall immer ganz gut. Gegen Sheik. Oh, die Abwehr reicht noch nicht aus. Oh, er hat ihm nicht mal die Needles geklaut. Hat er wohl kein Interesse dran, dafür kriegt er Bouncing Fish. Immer noch nicht tot. Er hängt sehr an seinem Stock. Und diesmal keine Prozente. Er ist auf jeden Fall gut in den Edge Guard Situations, SDM. Und Skelly braucht jetzt diesen einen Hit, der killt. Weil sonst kriegt er nur noch endlos Schaden, dadurch, dass er ein Fast Faller ist von Kirby. Okay. Schafft es nichts aus dem Grab zu converten. Oder Up-Tilt. Dann schafft es ganz gut, laglos zu bleiben. 150. Ist jetzt halt schwierig für Skatty ein 50-50 zu bekommen, wenn das überhaupt noch geht bei den Prozenten. Wahrscheinlich eher nicht. Prozent jetzt schon auf den zweiten Stop. Und Afro killt schon. Ende! Okay, Skelly jetzt hart am Überlegen. Der Sieger ist Kirby! Siegen! Wird das ein Marth-Pick? Ja. Marth. Ein Marth-Pick, also. Und zwar ohne Steuerung anscheinend. Diesmal auf Battlefield. Kein Smashville mehr. 3, 2, 1, los! Okay, mal sehen, wie er sich hier mit Marth schlägt. Ich glaube, das Matchup besser ist es wahrscheinlich nicht. Einfach weil Sheik Top Tier ist. Aber ich persönlich mag das Matchup mit Marth eigentlich relativ gerne. Der Dodge von SDM. Die Dolphin Slashes treffen ziemlich gut. Von Skelly jetzt. Okay, 85% schon. Die Bergers kommen sehr schnell von SDM. Schafft es oft, irgendwas zu perfekt schieben und dann direkt den Bergair Punish rauszuhauen. Oh, jetzt. Stage Control, Momentum. Oh! Verliert Skelly mit dem einen Hit. Okay, er hat ihn versucht zu jumpen. Und Roll Lead. Okay, mal sehen, ob Skelly das hier jetzt
Oh, jetzt sollte er den Kill auf jeden Fall besser kriegen können. Ja, Jab F-Tilt. Vielleicht noch nicht. Hey Philipp. War noch nicht gut spielen. Okay, also Skelly hat es tatsächlich geschafft, den Stock zu ziehen. Oh. Ist da irgendwie rausgedodged aus der Zeitung von Marv. Kann jetzt auf jeden Fall alles ein bisschen zurückbringen. Aber jetzt ist er an der Edge. Oh ja, die Rollenreads von SDR ziemlich gut. Auf jeden Fall, die klappen jedes Mal bei Skelly. Momentan. Oh, rausgeerdatscht, aber wird dann den Down Smash gepunished. Die 120%. Oh, wow, hat's wirklich versucht. Oh, nicht gut recovered. Geht das schon? Nee, noch nicht. Okay. Steht relativ aggressiv. Jetzt nicht mehr. Jetzt wartet er. Oh. Oder noch einen Grab kriegen. Das ist eigentlich jetzt genauso scary für Kirby wie für Marv. Ein Jab zu etwas Bestimmtes. Oh ja, aber das war's. Er wird da böse auf den auf die oberste Plattform gematscht und das war's auch schon. 3-1 für SDN. Der wartet jetzt auf Rufen und Beislim Winners Final.